Hallo und guten Abend, Leute. Ja, das ist jetzt nochmal das, also eine Wiederholung des Videos von letzter Woche. Es geht wieder um meine Vogelspinne. Deshalb waren alle Spinnen, Phobiker, die da Probleme bekommen könnten, bitte umschalten. Das wird in diesem Video eine Vogelspinne zu sehen sein. Ja, also ich habe seit neuestem eine Vogelspinne. Also ich bin wieder in die Terroristik eingestiegen. Ich habe Terroristik-Erfahrungen. Habe mich dann aber meinen persönlichen Schwerpunkt dann eher doch auf die Aquaristik gelegt. Und ja, jetzt möchte ich euch heute einfach mal zeigen, wie ich dieses Terrarium aufgebaut habe, was darin jetzt richtig drin lebt und euch einfach einen kleinen Einblick in diese Welt geben. Ja, also hier drinnen lebt erstmal eine Vogelspinne. Ihr seht sie hier, Moment. Das ist eine Argeniculata, eine Weißknievogelspinne und die kommt aus der Gegend Brasilien, ist also eine südamerikanische Spinne. Ist relativ anspruchslos und ja, ist zwar ein bisschen bombardierfreudiger, also das heißt, sie wirft auch gerne mal mit Brennhaaren, aber sonst macht diese Spinne absolut keine Probleme. Ja, erstmal zum Terrarium. Was habe ich da gemacht? Also, das Terrarium ist hier ein ganz normaler, einfacher Spinnenwürfel. Das heißt, ein Terrarium mit einer Doppelbelüftung, hier vorne, da oben, und hat die Maße 30 cm mal 30 cm mal 30 cm. Ja, das war jetzt bei Amazon im Sonderangebot, also 25 € statt 30. Ist ein sehr qualitativ sehr hochwertiges Terrarium und ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Achtet bitte darauf, dass es ein Falltür-Terrarium ist. Entschuldigung, also eins, was nach oben zu öffnen ist. Und kein Schiebetür-Terrarium. Da kann es nämlich passieren, dass die Spinne euch das aufschiebt. Die sind extrem kräftig. Und ihr solltet halt auch darauf achten, dass das Terrarium wirklich wasserdicht ist und dann nicht, dass ihr mal eine böse Überraschung erlebt, wenn ihr da mal irgendwie den Boden befeuchtet oder so. Ja, also was habe ich jetzt damit gemacht? Also erstmal das Ding auf einen sicheren Schrank gestellt oder auf meinen Schreibtisch. Der hat solche Standfüße und ist auch so dick. Und also es ist halt wichtig, dass der Schrank oder der Tisch das Gewicht tragen kann. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Selbst so ein kleines Terrarium, was jetzt im Bild wahrscheinlich ein bisschen groß wirkt, kann durchaus extrem schwer werden. Und da muss einfach ein fester Stand gewährleistet sein. Also, als Bodengrund, also als Erde, verwendet ihr am besten, also kommt am besten weg von diesen Vogelspinnen-Bodengründen aus dem Zoofachhandel. Die sind Punkt 1 teuer und Punkt 2 schimmeln die euch leicht. Und Punkt 3 kann die Vogelspinne darin gar nicht graben, also zumindest kaum graben. Die Alternative, die für umsonst ist, ist, wie ich sie hier verwendet habe, die Erde von Maulwurfshügeln. Maulwurfshügel findet ihr in Parks, in Gärten, auf einer Weide. Aber bitte nicht vom Acker sammeln, da könnten Pestizide etc. pp. Dran sein und auch Dinge, die unsere Spinne halt nicht gut tun. Und ja, aber am besten, wenn ihr die von einer naturbelassenen Weide holt, dann ist das schon am besten. Ob da jetzt Dünger dran ist oder nicht, ist egal, aber Hauptsache keine Giftmittel. Die Vogelspinne sollte so viel Erde drin haben wie möglich, denn die graben alle gerne. Man unterscheidet immer zwischen bodenbewohnenden Vogelspinnen, Röhrenbewohnenden und Baumbewohnenden. Also das Spinnenwürfel sind immer so für Bodenbewohner gedacht. Denn Röhrenbewohner brauchen extrem viel Erde. Also die brauchen 30 cm hoch Erde, aber das haut ja dann mit der Tür hier nicht richtig hin. Dann kann man ja die Tür nicht mehr öffnen, ohne dass einem die Erde entgegenkommt und möglicherweise auch die Spinne. Und Baumbewohner brauchen ein Terrarium, was noch 10 cm höher ist, damit die gescheit klettern können. Ja, was kann man jetzt dazu noch sagen? Und wenn ihr dann praktisch den Bodengrund eingefüllt habt, müsst ihr natürlich hier vorne ein bisschen Platz lassen für die Wasserschale, denn Vogelspinnen trinken auch gerne mal. Die trinken am liebsten einfach Wasser wie wir und kein Wassergel, was euch im Zoofachhandel für teuer Geld angedreht wird. Wassergel hat so ähnliche Konsistenz so wie Pudding ungefähr. Das mögen die aber nicht unbedingt so gerne, das können die nicht aufnehmen.
Und ja, dann braucht ihr halt noch, also natürlich, ihr könnt von so einer Wasserschale auch einfach hier so ein Pöttchen nehmen. Es ist jetzt ein bisschen dreckig, aber müsst ihr natürlich sauber machen. Aber das geht halt auch. Ich habe jetzt die Deluxe-Variante genommen. Ist extra so ein Ding für Vogelspinnen, auch mit Ausstieg, falls sie da mal reinfallen sollte, dass sie nicht ertrinkt. Und ein Hygrometer müsst ihr euch dann auch noch besorgen. Der gebt ihr euch im Kostenrahmen so bei ungefähr 40 Euro. Der Thermometer hatte ich jetzt noch zu Hause hier, das habe ich einfach da reingestellt. Ja, und sonst die eine andere Einrichtung hier kommt alles aus dem Wald. Wichtig ist halt, die bodenbewohnenden Vogelspinnen sollten nicht zu viel klettern, also jetzt nicht zu viel in die Höhe, aber sie sollten halt schon noch klettern können. Also wie dieser Ast da und die Rinde da hinten, also Rinde da, Ast hier vorne. Und ja, also dass sie ein bisschen klettern können. Pflanzen können rein, müssen aber nicht. Ich habe einfach keine geeignete Lampe jetzt für Pflanzen. Die würden hier keine gescheite Photosynthese betreiben können und eingehen. Abgesehen davon gibt es Vogelspinnen, die Pflanzen auch gerne mal einspinnen oder auch komplett ausgraben oder eingraben und dann geht die Pflanze auch ein und könnt ihr euch dann auch ersparen. Als Wärmequelle benutze ich diese Lampe hier. Wird sehr heiß, deshalb bitte aufpassen, dass es nicht auf dem Glas drauf liegt. Wird so ungefähr, also das Terrarium ist jetzt immer so bei 25, 26 Grad. Es sollte nicht höher als 80 sein. Und die Temperatur ist, also nicht Temperatur, Luftfeuchtigkeit ist bei, Moment, 80% am Morgen und 70% am Abend. Dann steigt es in der Nacht wieder an und das geht dann so immer so weiter. Ja, und ihr müsst halt auch bedenken, wenn ihr das Terrarium einfüllt, dass ihr zum Beispiel solche Sachen wie jetzt Eichenblätter oder Buchenlaub reintut. Das wirkt antiseptisch und hemmt nicht nur Bakterienwachstum, sondern auch Pilzwachstum. Ist bei feuchteren Terrarien hilfreich, bei trockeneren Terrarien, wie jetzt für Rotknievogelspinnen, könnt ihr das sein lassen. Bei feuchten wäre es schon nützlich, ist aber auch kein Muss. Wenn ihr die nach Erde aus der Natur holt, dann habt ihr da genug Mikroorganismen drin, die Schimmel beseitigen. Es kann natürlich sein, dass ihr aus was auch immer für Gründen nicht an Maulwurfshügelerde rankommt oder an sonstige Erde und Tatsache auf irgendeinen Spinnenbodengrund aus dem Zoofachhandel zurückgreifen müsst. Dann holt euch bitte noch weiße Asseln und Springschwänze, die beseitigen Schimmel und Futterreste und sowas, dass es bei euch im Terrarium nicht anfängt zu gammeln. Und ihr seht halt auch, dass meine Vogelspinnen hier, also wenn ihr seht, guckt, wie hoch hier der Bodengrund eingefüllt ist, also ungefähr bis zum Gatter da vorne, und wie hoch der da vorne ist, dann werdet ihr feststellen, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist auch richtig, meine Vogelspinne hat nämlich ganz schön gebuddelt, also ihr seht es gerade, die hat ein richtiges Loch da unten reingebuddelt. Da ist auch noch so ein Stück Rinde, das ihr vielleicht ansatzweise da, Moment, da sehen könnt. Da hat sie sich ihre Höhle drunter gegraben. Ja, da wohnt sie jetzt praktisch und es kann auch teilweise sein, dass sie sich da zum Häuten zurückzieht und jetzt, sage ich mal, 2 Wochen nicht mehr rauskommt. Es kann auch passieren, dass sie 6 Monate lang keinen Bock mehr auf euch hat und erst nach 6 Monaten wieder rauskommt. Also bei mir hat es das noch nicht gegeben, aber bei anderen Fällen hat es das schon gegeben. Denen geht es dann gut, die sind halt ein bisschen chillig dann und wollen dann halt ihre Ruhe haben. Die fressen dann teilweise 6 Monate auch nichts und ja, das muss man halt akzeptieren. Dann am besten nicht drin rumstochern oder so. Einfach in Ruhe lassen. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist hier diese Spinnenfäden. Ich weiß nicht, ob ihr das da sehen könnt. Da so dieser graue Schimmer da auf dem Boden. Dient zur Orientierung und dem Auskundschaften der Beute, sag ich mal. Wenn da ein Beutetier drüber läuft und die Spinne gerade in ihrer Höhle sitzt, die weiß sofort, was Sache ist, also wie groß das Beutetier ist und so. Ja. Und ja, was mache ich jetzt am besten? Ach ja, noch was. Also natürlich bodenbewohnende und baumbewohnende Vogelspinnen könnt ihr ganz normal im Terrarium halten. Nochmal, um auf die Röhrenbewohner zurückzukommen. Röhrenbewohner leben, wie es ihr Name schon sagt, ihr Leben lang in Röhren. Die kommen da auch nicht großartig raus oder so, sondern die leben wirklich in ihren Röhren und die machen, wühlen extrem. Noch viel extremer als meine Vogelspinne jetzt hier. Und da ist es, da braucht ihr ein Spezialterrarium, was ihr aber jetzt im Internet nur selten kriegt. Das nennt sich Haplotank. Ist ein Terrarium, was auch so 30 cm hoch ist, 30, 40 cm so ungefähr. Ist aber nur 10 cm breit. Und
das ist am Ende, können die sich dann richtig einbuddeln, also eine richtige Röhre machen. Die unterscheiden sich von den Falltürspinnen, die es ja auch gibt, die ja auch in Röhren leben, dass sie auf dem Loch keinen Deckel haben, sondern bloß, also praktisch die spinnen um das Loch so rum, aber das Loch ist immer offen. Und wenn die dann halt feststellen, dass da was vorbeikommt, schnappen die zu. Die wissen dann halt aber auch im Vorfeld, wie groß das ist. Also, ja. Ja, und wie gesagt, die bekommt ihr nur sehr selten und im Allgemeinen sind Röhrenbewohner auch jetzt nicht so häufig anzutreffen. Ich habe sie hier gekauft ich weiß jetzt nicht, ich darf jetzt wahrscheinlich keine Markennamen nennen, aber in einem, sagen wir mal, größeren Zoofachgeschäft. Ich habe sie genommen, weil das eine Weißknievogelspinne jetzt nicht so unbedingt die Standardsorte ist, die im Zoofachhandel zu finden ist. Das ist eher selten. Die hatten da auch, Moment, was hatten die da? Normalerweise haben die dann nur solche Tiere wie jetzt Rotknievogelspinnen oder Kraushaarvogelspinnen. Halt solche Standardsorten, sage ich mal. Aber sie war schon seltener und war recht billig. Also sie hat jetzt 70 Euro gekostet und ja. Ganz nebenbei, Vogelspinnen. Also es gibt, ich habe letztens ein Video auf YouTube gesehen, wo einer erzählt hat, dass Vogelspinnen, dass man irgendwie eine bestimmte Baumvogelspinne auch in Gruppen halten kann. Dem ist nicht so. Also Vogelspinnen sind alle Einzelgänger. Vogelspinnen gehören alle in ein separates Terrarium. Was anderes ist es natürlich mit Zwergvogelspinnen. Die kann man unter Umständen in Gruppen halten. Aber ich kenne mich mit Zwergvogelspinnen ehrlich gesagt nicht aus. Und da möchte ich mich nicht zu äußern. Ja, ganz nebenbei, wenn ihr das Mindestmaß für Vogelspinnen, also für Bodenbewohner, also für die Standardsorten hier, ist ganz klar 30x30x30. Warum ich das so hervortue, ist, dass mir mal, also dass ich, als ich die Spinne gekauft habe, wurde sie mir in diesem Terrarium hier gekauft, verkauft. Das Ding ist gerade mal, ich glaube, 15x15x15 und ist absolut, also nicht mal, das ist einfach ungenügend, das ist nicht mal mangelhaft, das ist ungenügend. Da war so eine etwas von einer Plastikpflanze drin und Erde und eine Höhle, die sie sich selbst gegraben hat. Das ist kein Dauerzustand und sollte auch nicht ihre dauerhafte Behausung sein, auch wenn sie wenig Platz braucht. Und was ich noch kurz sagen möchte, ist, dass Vogelspinnen, sag ich mal, das sind keine Actiontiere. Also wer sich nur eine Vogelspinne kauft, um zu sagen, hey Leute, ich habe eine riesen Spinne bei mir im Zimmer, ist nicht so cool, weil man kann die schlecht auf die Hand nehmen. Gerade sie hier, sie bombardiert nicht nur, sie kann auch beißen, also das können alle Vogelspinnen. Und das kann unterschiedlich schlimm ausfallen. Also es bringt einen zwar nicht um, aber im schlimmsten Fall reagiert man allergisch, kriegt einen anaphylaktischen Schock und stirbt. Ist selten, aber kann passieren. Oder man bekommt, es gibt auch, also gerade so afrikanische, asiatische Sorten, beißen sehr, sehr schnell zu und das führt zu Herzrasen, Schwindel, Übelkeit. Es geht einem danach richtig dreckig und ich würde es einfach nicht provozieren. Also auch südamerikanische und nordamerikanische Arten sollten am besten nicht provoziert werden, aber die sind noch weitaus sanftmütiger. Also am besten bitte einfach nicht auf die Hand nehmen und die brauchen auch keinen Freigang oder so. Also nicht, dass ihr die jetzt, wie gesagt, ja, die muss jetzt in einer Woche einmal über meinen Schreibtisch kriechen, damit sie genug Auslauf hat. Dem ist nicht so, die brauchen keinen Auslauf, die sind froh, wenn sie in ihrem Terrarium sitzen können. Nehmt bitte Abstand davon, Vogelspinnen in irgendwelchen Plastikboxen zu halten, so wie das manchmal im Internet vorgemacht wird. Das machen manche Züchter, aber dafür muss man ernsthaft Ahnung haben. Und um ganz ehrlich zu sein, in einer Plastikbox kann man es auch einfach sein lassen, weil man sieht von der Spinne selber nicht viel, weil das Plastik ständig dreckig ist. Und ja, eigentlich kann man es dann auch wirklich sein lassen. Es ist halt schwer, die ganze Vogelspinnenhaltung jetzt in einem Video zu erklären. Ich zeig's dir auch nochmal. Es ist halt schwer, das alles in einem Video zu erklären und ich werde da in Zukunft definitiv noch mehr Videos zu machen, auch zu unserer Lieben hier. Sie heißt übrigens Lucy. Auch zu Lucy wird es mehr geben und